Heute wird es wohl soweit sein. Der Euro bestätigt seinen Charakter inzwischen als Weichwährung und die EZB garantiert, dass dem auch so bleiben wird, denn sie will ja vor allem die schwächeren Länder stützen durch die Einebnung von Zinsunterschieden. Und ja, wir haben natürlich eine Dollarstärke auf breiter Front, aber ich will auch zeigen in diesem Video, dass es eben auch vor allem in letzter Zeit eine Schwäche ist des Euro, nicht nur Dollarstärke, sondern Schwäche auch des Euro. Und da kommen natürlich einige Dinge zusammen, die diesen Absturz der Gemeinschaftswährung jetzt evoziert haben, zum Beispiel die Rezessionsrisiken. Europa, die Eurozone natürlich besonders exponiert für diese Energierisiken. Die Energiekrise ist hierzulande eben deutlich stärker ausgeprägt etwa als in den USA. Das macht die ganze Geschichte so dramatisch. Wer weiß, was alles noch kommen wird. Es sind also nicht nur die Rezessionsrisiken, aber auch die Rezessionsrisiken. Und wenn wir uns mal anschauen, wie stark der Dollar aufgewertet hat, dann ist das schon ein Beleg für die Dollarstärke. Etwa zum Euro jetzt 13,6%, zum Yen sogar fast 20%. Aber etwa zu dem Schweizer Franken nur 8%, auch das britische Pfund mit 14% ähnlich stark unter Druck wie die Gemeinschaftswährung. Aber da hatten wir ja einen irrlichternden Boris Johnson, da haben wir nochmal extra Brexit-Risiken auch in Sachen Inflation, in Sachen Rezession. Also es ist schon Dollarstärke, gar keine Frage. Wir sehen auch andere Währungen schwächer, etwa die norwegische Krone auch 14% verloren, schwedische Krone 15% verloren. Es ist also durchaus, wie Daniel Eckert von der Welt hier sagt, eine Dollarstärke. Aber insgesamt hat der Euro-Währungsraum jetzt ein Achtel verloren zum US-Dollar, ist also in US-Dollar Sicht um ein Achtel geschrumpft. Das ist schon herb und spiegelt schon ein bisschen auch die geringere Bedeutung der Eurozone für die Weltwirtschaft wider. Woran liegt es? Auch an der EZB. Während alle anderen Notenbanken Zinsen angehoben haben, will jetzt die EZB erst in der nächsten Woche ein kleines Schrittchen machen. Die FED steht schon bei 1,75%, wird wohl bei der nächsten Sitzung mindestens um 0,5% die Zinsen anheben und so wird die Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und dem Euro immer größer. Das erklärt natürlich auch diese Euro-Schwäche. Selbst die Schweizer Nationalbank hat jetzt die Zinsen angehoben, wenngleich die immer noch negativ sind, um 0,5%. Also die EZB ist sozusagen der Letzte in der Reihe, der da hinterher tanzt. Und hier sehen wir eine relative Euro-Schwäche etwa zum Franken. Da geht es deutlich bergab, auch unter die Parität. Wir sehen Euro-Yen in der unteren Grafik, also selbst gegenüber der zweiten Weichwährung, die wir hier haben, der japanische Yen, weil die Notenbank Japans eben auch praktisch ihr eigenes Süppchen kocht und die Realität nicht wahrhaben will. Selbst gegenüber dem Yen hat der Euro jetzt in letzter Zeit verloren. Hier der US-Dollar, Euro-US-Dollar mit diesem Abverkauf, aber eben auch Euro zum britischen Pfund unter Druck. Also wir sehen diese Beschleunigung der Abwärtsbewegung, die ist jetzt in letzter Zeit nochmal dynamischer geworden. Die hat praktisch an Dynamik gewonnen. Und das liegt auch daran, dass die Amerikaner ziemlich überzeugt sind, dass sie weiter die Zinsen anheben. So etwa jetzt Bostic, der gesagt hat, ja, die Wirtschaft in den USA, die kann einen 0,75% Basispunkte-Schritt durchaus aushalten. Und das wird schon alles klappen. Jetzt hat das Weiße Haus in Gespräch in Gestalt von Jean-Pierre gesagt, also die Inflationszahlen, die morgen kommen in den USA, die werden highly elevated sein, die werden also ziemlich hoch sein. 8,8% ist ja die Schätzung. Und hier sehen wir mal den Dollarindex, wie er jetzt immer weiter nach oben geht. Und das letzte Mal, wo wir auf ähnlichen Ständen waren, war im Corona-Crash 2020. Respektive kurz davor, wenn ich das hier richtig sehe. Jedenfalls war das der Punkt, wo die Dinge ein bisschen eskaliert sind, als der Dollar letztmals auf einem so hohen Stand war. Dementsprechend ist die Frage, kann die Fed wirklich die Zinsen so stark anheben, wie sie behauptet? Octavio Costa sagt, schaut euch mal hier die negative Yield Curve an, die Zinskurve an, dann seht ihr, das ist negativ invertiert inzwischen. Und jedes Mal, wenn die Zinskurve invertierte, hat die Fed dann praktisch den Tightening Cycle beendet, hat sie also aufgehört,
Dementsprechend ist die Aussage von Bostic doch sehr anzuzweifeln, dass die amerikanische Wirtschaft, die hier so schuldengehebelt ist, dass die wirklich diese Zinsanhebungen verkraften kann, spricht dafür, dass die Fed irgendwann einknickt, zumal auch Mr. Biden dann vor den Zwischenwahlen noch eine kleine Restchance haben will wahrscheinlich und dann sagen wird, naja, vielleicht lasst ihr das mal mit diesen aggressiven Zinsanhebungen. Kommen wir wieder zurück zum Euro. Der Euro wird zur Währung der Schwachen. Das ist genau das Problem. Jetzt wird ja noch Kroatien aufgenommen ab 1.1. in den Euro, dann soll Bulgarien folgen. Also die Eurozone erweitert sich immer mehr. Ein Ökonom sagt hier, ja, man sollte vielleicht erstmal sein Haus stabilisieren, bevor man weiter anbaut. Und dieses Haus ist nicht sehr stabil, jetzt erfolgt trotzdem der Anbau noch weiterer Hausbereiche, könnte man sagen. Das verändert die Statik wieder. Das macht die ganze Sache wahrscheinlich nicht stabiler und wir sehen hier mal diese riesige Wohlstandskluft innerhalb des Euro und das ist ja gerade das Problem auch der Eurozone und ihrer Währung, dass die Unterschiede so massiv groß sind. Deutschland hätte schon längst Zinsanhebungen verkraften können, andere Länder nicht. Die EZB richtet sich nach den schwachen Ländern, den Südländern, weil die auch faktisch die Mehrheit haben innerhalb der EZB. Aber hier sehen wir etwa mal, Kroatien hat ein BIP pro Kopf von 14.700 Euronen, Deutschland 42.000, Luxemburg 114.000, gut, die Zahlen sind ein bisschen verzerrt, aber es zeigt, wie stark diese Unterschiede sind. Jetzt soll Bulgarien dann perspektivisch auch noch reinkommen, da hat man nicht mal 10.000 Euro BIP pro Kopf, also die Unterschiede sind immens und die Schulden sind eben auch sehr unterschiedlich. Griechenland mit fast 200, Italien mit 150%, die Eurozone insgesamt 95%, Deutschland mit 69%, inzwischen dürfte das aufgrund der Corona-Maßnahmen auch schon mehr gewesen sein. Kroatien liegt noch dahinter, also die Verschuldung in Kroatien ist nicht das Problem, aber wir haben dort nicht sehr zuverlässig arbeitende Institutionen. All das führt dazu, dass sozusagen da ein gewisses Risiko nochmal reinkommt in die Geschichte. Hier sehen wir auch einen Grund für den Abverkauf des Euro. Das ist eben auch die Handelsbilanz, die ja aufgrund dieser Energiekrise immer negativer wird, respektive sehr positiv war, jetzt negativ geworden. Es liegt daran, dass eben teure Energie aus den USA importiert werden muss, statt wie bisher günstige Energie aus Russland. Damit ist das deutsche Geschäftsmodell absolut gefährdet. Also das zeigt, dass hier die Handelsbilanz ein Faktor ist und auch vielleicht die Ungleichgewichte, die wir in den Tage 2 Salden sehen. Hier sehen wir, dass Euro-Dollar doch mehr oder weniger ziemlich genau diesen Tage 2 Ungleichgewichten folgt, könnte man sagen. Hier eine Grafik von Thorsten Polleit, die zeigte, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht. Und Europas Banken sind auch ziemlich schwach auf der Brust. Die sind zusätzlich geschwächt worden durch die Politik der EZB mit Negativzinsen. Die sind schon ziemlich geschrumpft in letzter Zeit, sind echte Zwerge im internationalen Vergleich, vor allem im Vergleich zu den US-Banken. Und jetzt sehen wir, dass etwa die Credit Default Swaps für europäische Banken deutlich nach oben gehen. Also die Ausfallrisiken, die hier auch steigen für diese europäischen Banken. Es passiert an allen Fronten, könnte man sagen. Dabei hat sich, und das ist normalerweise positiv für eine Währung, die Benchmark der europäischen Anleihen, das ist die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, eigentlich in Relation zur US-10-jährigen Staatsanleihe hat sich die Renditedifferenz verringert, was eigentlich dann diesen Währungsraum wieder ein bisschen attraktiver macht. Aber es hilft dem Euro bisher nicht wirklich weiter. Kommen wir nochmal kurz zu den Märkten. Wir sehen Unruhe an den Märkten. Auch die Dollarstärke ist natürlich hier ein riesiger Faktor. Rezessionsängste, Corona, was passiert da in China? Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass wir aus dieser aufsteigenden Wedge erstmal rausgefallen sind. Möglicherweise kommen wir da nochmal zu einer Trendlinie zurück, müssen also noch weiter nach unten. Wir werden sehen, morgen die CPI-Daten, die werden absolut entscheidend werden, also die Verbraucherpreise aus den USA. Und so könnte beim S&P 500 der Verlauf aussehen. Wir sehen immer so ein Auf und Ab innerhalb eines noch intakten Abwärtstrends, der dann vielleicht nochmal sogar ein neues Tief generieren wird.
um von dort aus dann eine Bewegung nach oben wieder zu machen. Aber es ist sehr fragil, die Situation derzeit. Es wird wirklich sehr stark auf die Daten morgen ankommen. Wir hatten von China gesprochen. Da ist auf der einen Seite Stimulus der Fall. Man will mehr Highways bauen. Also wir bauen ein paar Autobahnen, auch wenn wir keine brauchen, gell? Aber Hauptsache, wir haben einen Stimulus. Wugang, eine Kleinstadt in China, die nicht mal 1 Million Einwohner hat. Das ist ja normal praktisch überhaupt eine Quantité negligible. Die Stadt wird jetzt gelockdownt, aber in China insgesamt über 100 Corona-Fälle. Da würden wir uns die Finger nachschlecken, aber das ist für die chinesische Führung schon ein Warnsignal. Wir sehen auf der anderen Seite hier dieser Bankrun in Henan, Zhengzhou. Dort kriegen jetzt die Leute, die da ihr Bankkonto haben, eine kleine Summe ausgezahlt. Das beruhigt die Situation etwas. Und wir sehen, China Credit Growth ist jetzt auf den vierthöchsten Stand explodiert. Also die Chinesen buttern schon wieder ziemlich rein. Reicht es? Das wird die Frage sein, um das ganze Ungemach hier aufzufangen, denn diese Corona-Maßnahmen haben natürlich maßgeblich die Wirtschaft in China auch geschwächt. Das zeigt auch dieser Artikel, den ich Ihnen heute empfehlen werde und will: Misstrauen gegen Impfstoffe. Die Chinesen haben ja eine angeblich sehr hohe Impfquote, daran glaubt aber keiner. Und die Maßnahmen der chinesischen Regierung zeigen, dass da auch wirklich nicht dran zu glauben ist. Peking, da haben die Bürger die Impfpflicht, die implizite Impfpflicht gekippt. Und kommt ein neuer Lockdown in Shanghai? Das ist die große Frage. Erster Artikel, den ich empfehle: Euro mit Parität zum US-Dollar diese Woche, hohe Wahrscheinlichkeit. Ein Artikel, der gestern Nachmittagabend erschienen ist, aber Expertenkommentare, Analysen zeigt, warum der Euro so stark unter Druck ist. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren: Immobilienpreise und Inflation. Die düsteren Erwartungen der Bürger, die eben so düster sind, weil sie davon ausgehen, dass die EZB nicht wirklich agiert gegen diese Inflation auf der einen Seite und gegen den damit verbundenen Währungsverfall, weil man nicht agiert, auf der anderen Seite. Also drei Artikel, meine Damen und Herren, die ich Ihnen unter dem Video verlinken will. Und jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.